Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sherlock Holmes. So, ich habe jetzt das Rätsel enträtselt. Hab halt ein paar Logikfehler gemacht, aber jetzt haben wir es komplett. Das war's. Kinderleicht. Genau, kinderleicht, ja, ja. So, dann schauen wir doch mal hier, was wir hier so Schönes haben. Diese Kerzenhalter wurden zweifellos gestohlen. Dieser Schlüssel muss wichtig sein, sonst wäre er nicht hier versteckt worden. Ein Hammer, blutverschmiert. Holmes, in der Werkstatt ist jemand. Das ist mir nicht entfallen, Watson. Halten Sie Ihren Revolver bereit. Man kann nie wissen. Genau, Watson. Man kann nie wissen. Öffnen Sie die Tür. Wir sind nicht von der Polizei, also kein Grund zur Sorge. Eine seltsame Methode, jemanden zu beruhigen. Holmes, das sind Kinder! Mein Gott, eines von ihnen ist verletzt! Was wollen Sie? Kein Schritt näher. Sind Sie von der Polizei? Hab keine Angst, ich bin Arzt. Ich werde mir die Wunde deines Freundes ansehen. Warten Sie, Watson. Ich will diesen Kindern ein paar Fragen stellen. Es ist wirklich dringend, Holmes. An diesem unhygienischen Ort ist die Infektionsgefahr sehr groß und die Wunde könnte sich mit jeder verlorenen Sekunde weiter entzünden. Die Wunde ist für diese Kinder nicht so eine akute Gefahr wie Mr. Fletcher. Wer? Sehen Sie sich die Wunde an, Watson. Sie ist dünn und präzise und deutet auf eine scharfe, gut geschliffene Klinge hin. Eine stumpfere Klinge hätte das umliegende Gewebe in Mitleidenschaft gezogen und die Breite der Wunde wäre uneinheitlich. Und was bedeutet das? Wer in dieser Gegend würde besonders darauf bedacht sein, stets seine Klinge instand zu halten? Ein Metzger natürlich. Und der einzige Metzger weit und breit ist Samuel Fletcher, der gerade eine Scheibe austauscht, die zerschlagen wurde. Er ist ein mürrischer Kerl, das wird ihn hier jeder bestätigen. Sind die Kinder in Gefahr? Niemand kann so gut mit einem Messer umgehen wie ein Metzger. Und wenn dieser Metzger auch noch seinem schlechten Ruf gerecht werden würde, liegt die Vermutung nahe, dass ihm ein tödlicher Schnitt in die Halsschlagader eines Kindes nicht besonders schwer fallen dürfte. Dass er es noch nicht getan hat, liegt wohl daran, dass die Kinder in der Nacht eingebrochen sind, um Fleisch zu stehlen. Die schlechte Beleuchtung hier in der Gegend hat ihnen das Leben gerettet. Ich versichere Ihnen, dass Mr. Fletcher den Tag damit verbracht hat, diese Kinder aufzuspüren. Und wenn er sie findet, sind Wunden ihr kleinstes Problem. Das ist wahr. Was wollen Sie von uns? Bitte lassen Sie nicht zu, dass der Metzger uns findet. Verarzten. Dr. Watson wird sich die Wunde ansehen, aber die Behandlung ist nicht umsonst. Ich muss dir, glaube ich, nicht sagen, dass das Leben hart ist. Das weißt du auch so. Gib mir die Adresse eines gewissen Kurz und der Doktor wird euch helfen. Ohne Adresse keine Behandlung. Ich kann Ihnen nichts sagen, Mister. Kurz ist ein gemeingefährlicher Irrer. Holmes, Sie gehen zu weit. Sie haben den armen Jungen völlig eingeschüchtert. Gut, dann probieren wir mal schlichten. Ich könnte Mr. Fletcher für den entstandenen Schaden entschädigen. Dann würde er mit Sicherheit davon absehen, weiter Jagd auf euch zu machen. Aber dafür müsst ihr mit mir zusammenarbeiten. Oder? Oder er findet höchstwahrscheinlich einen weniger angenehmen Weg, um Genugtuung zu verspüren. Warten Sie, Mister. Ich kenne jeden hier und werde Ihnen helfen, wenn Sie uns vor dem Metzger beschützen. Ich suche einen Mann namens Kurz. Sag mir, wo ich ihn finde, dann bringe ich die Sache mit Mr. Fletcher wieder in Ordnung. Jeder hier kennt Kurz. Er ist der schlimmste Typ im ganzen Viertel. Wir nennen ihn Colonel, weil er in Afrika gegen die Zulus gekämpft hat. Dann ist er bei der Armee rausgeflogen, weil er völlig verrückt ist. Er wohnt in Betty Street 8. Gut. Watson, sehen Sie sich die Wunde an. Danach glätten wir die Wogen zwischen diesen jungen Männern und Mr. Fletcher. Kurz Adresse. Kurz wohnt in der Betty Street 8. Vom Friedhof ausgehend nach links abbiegen. Und dann die erste Straße rechts. Haus Nummer 8 befindet sich auf der rechten Seite am Ende der Sackgasse. Wir müssen diese Kinder vor diesem Metzger beschützen, Holmes. Das wird nicht nötig sein.
Ich hatte schon einmal mit Samuel Fletcher zu tun. Er ist nicht so ein Monster, wie ich die Kinder glauben lassen wollte. Hätte er sie töten wollen, hätte er das getan, trotz der schlechten Beleuchtung. Er hat den kleinen Dieb nur verletzt, damit er es nie wieder wagt, einen Fuß in seinen Laden zu setzen. Vergessen Sie Mr. Fletcher, Watson. Sie sagen also, dass Sie gelogen haben, um diese armen Kinder einzuschüchtern? Exakt. Clever, nicht wahr? Na, ob Lügen so clever ist... Gut, dann wollen wir... Hey, Mister, ganz schön edle Klamotten, die Sie da anhaben. Sie fallen hier auf wie ein bunter Hund, das sage ich Ihnen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht dreckig machen. Aber Sie wären bei mir herzlich willkommen. Ist nicht weit. Ich würde den Dreck für Sie runterschrubben. Gehen Sie bloß nicht zu Danny, sonst holen Sie sich noch Malaria. Danke, Madame. Ich bin sicher, Sie würden diese Aufgabe meistern. Bedauerlicherweise wird es jedoch nicht nötig sein. Ihr Angebot war sehr freundlich. Wir sollten besser gehen, Sir. Hier, bitte nehmen Sie den Sovereign als Zeichen meiner Dankbarkeit. Na sowas. Danke, wie großzügig von Ihnen, meine Lordschaft. Gern geschehen, Madame. Madame nennt er mich. Du meine Güte, was für ein Gentleman. Wenn Sie so weit wären, Sir? Ja, gehen wir. Ein bemerkenswerter Mann, dieser Prinz Woodville. Spricht er doch mit dieser Frau, als wäre sie gleichen Standes. Suchen wir die Betty Street. Okay, also von Friedhof aus müsste das in die Richtung sein. Zur linken Seite, denn auf der rechten Seite die erste Straße, das wäre hier. Und dann am Ende der Gasse noch einmal rechts. Okay. Lässt sich nicht öffnen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Passt der vielleicht? Mein Gott, Holmes, das ist entsetzlich. Und dieser Gestank, was ist hier nur vorgefallen? Bleiben Sie ruhig, Watson. Machen Sie sich zu jedem Detail Notizen und rühren Sie nichts an. Gut, Holmes. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Holy shit, was ist hier passiert? Hunde? Ein abgerissener Teil eines Briefes. Colonel, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Befehlshaber des Kommandanten Marlan ihren Einsatzmethoden nicht gutheißen. Methoden, die sie als unüberlegt und sogar zu brutal erachten. Wir verteidigen unser Land und kämpfen für eine gerechte Sache. Wir brauchen ehrenhaft und pflichtbewusste Soldaten. Keine geldgierigen Mörder. Für Opportunismus wie sie ist hier kein Platz. Scheint ein Entlassungsschreiben zu sein. Holy shit, ey. Gut, gucken wir uns hier erstmal weiter ein um. Ein Abzeichen des 58. Infanterieregiments Ihrer Majestät. Und ein Brief, in dem kurz der Ausschluss aus der Einheit mitgeteilt wird. Er hat 1881 gedient. Zu dieser Zeit war das Regiment in Südafrika stationiert. Kurz war im Burenkrieg. Okay. Oh, was haben wir da? Was ist das? Weintrauben. Warum liegen sie hier? Das ist die Zeitung von gestern. Etwas Fleisch war in diese Zeitung eingewickelt. Das Blut ist noch frisch. Der Hundenapf ist leer. Jemand hat Futter für die Hunde gebracht. Wahrscheinlich kurz bevor es zu dem Kampf gekommen ist. Und direkt nachdem sie gefüttert wurden, sind sie über den Mann hergefallen, um ihn zu fressen. Unglaublich. Werfen wir einen Blick auf unsere Deduktionsaufzeichnungen, Watson. Hunde.
Mörder des Bischofs hat ein Gift, das zur Verrücktheit führt. Die Hunde wurden kurz vor dem Mord gefüttert. Bischof hat einen der Täter den Finger abgebissen. Okay. Schauen wir uns mal die Hundeleiche an. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Okay, an dem Hund kann ich jetzt nichts weiter sehen. Ah, doch, hier. Was für eine schlimme Wunde. Okay, gucken wir uns jetzt mal den Hund hier an. Die Haut wurde ganz schön tief aufgerissen. Genau dasselbe. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Was für eine schlimme Wunde. Nee, hier haben wir nichts mehr. So, dann schauen wir hier mal. Was für eine schlimme Wunde. Größe 9. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Größe 9. Genagelte Schuhsohlen, wie sie von einfachen Arbeitern getragen werden. Sonst ist hier aber nichts weiter zu sehen oder zu erkennen. Okay. Dieser Verband ist höchstens ein oder zwei Tage alt. Dieser Verband ist höchstens ein oder zwei Tage alt. Das ist ein Hundebiss. Man erkennt die Abdrücke der Zähne. Nur ein Hund könnte solch eine tiefe Wunde verursachen. Aber wie es scheint, wurde noch danach an der Wunde herumgebissen. Was für schlimme Wunden. Die Hunde müssen Tollwut gehabt haben. Dieser Teil ist völlig zerfetzt. Das Hautgewebe ist verwest. Aber der Tod muss erst vor kurzem eingetreten sein. Kann ich vielleicht hier mit der Schere den Verband lösen? Machen Sie sich Notizen, Watson. Derselbe Finger, den wir im Haus des Bischofs von Knightsbridge gefunden haben. Holmes! Okay. Haben wir hier noch was? Nein. Mit der Schere können wir auch nichts mehr machen. So, haben wir denn jetzt alles? Sieht so aus. Der Sinn schlägt nicht an. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Bandit Kurz. Opfer. Der Körper des Mannes ist mit Bisswunden übersät. Hundekörper. Die Körper der Hunde sind mit Bisswunden übersät. Der Mann hat seine Hunde schlecht behandelt, weswegen sie ihn angefallen haben. Die Hunde des Mannes haben ihn schon öfter angefallen. Der Mann hat mit allen Kräften gegen seine Hunde gekämpft. Ich würde erst zur Mitte tendieren. Die Hunde wurden vergiftet. Die Hunde hatten Hunger. Die Hunde waren darauf abgerichtet, diesen Mann zu töten. Ich denke mal eher das mit dem Gift. Das würde halt passen. Gut, gehen wir erstmal runter. Finger. Dem Mann fehlt ein Finger. Und die Hunde haben den Finger des Mannes gefressen. Der Mann hat sich den Finger abgeschnitten. Der Mann ist einer der Mörder des Bischofs. Die Mörder des Bischofs hat ein Gift, das zur Verrücktheit führt.
Der Mann hat die Hunde, deswegen haben sie ihn angefallen? Nee, würde nicht passen. Der Mann hat mit allen Kräften gegen seine Hunde gekämpft. Ich glaube, uns fehlen da noch ein bisschen Indizien. Ich weiß nicht, warum das jetzt weiß angeschrieben ist. Wir haben aber hier jetzt nichts mehr zu finden. Wir können jetzt auch wieder rausgehen. Ah, hier hinten ist noch was. Sonderbare Sachen hatte er auf dem Tablett. Ein kleiner Brenner. Kleine verkohlte Kügelchen. Eine Pfeife. Riecht merkwürdig. Es besteht nicht der geringste Zweifel. Den Utensilien auf dem Tablett nachzuurteilen und der Pfeife hat der Mann Opium geraucht. Opium. Ich bezweifle, dass dieser Mann seine Drogen hier hergestellt hat. Dazu braucht man ein richtiges Labor. Okay. Ich dachte, wir haben alles gesehen, aber der sechste Sinn funktioniert wahrscheinlich nicht richtig. Kannst du ja nochmal probieren. Aber der macht halt nichts an. Ich will jetzt hier halt auch keine Indizien übersehen. Der Charakter bewegt sich schneller. Ja, das hilft mir nicht. Nicht, dass ich hier irgendetwas übersehe. Schuhe, Kleidung. Gut, wir haben jetzt noch weitere Hinweise. Pfeife. Der Mann hat Opium geraucht. Ja. Das hilft uns jetzt auch nicht. Instrumente. Am Tatort wurden keine Instrumente zur Herstellung von Opium gefunden. Das würde... Der Mann kann das Opium nicht geraucht haben. Der Mann erhielt eine Pfeife, die bereits mit Opium gefüllt war. Der Mann verfügte über einen Opiumvorrat. Meine Deduktionsaufzeichnungen sind unvollständig, Holmes. Ein wichtiges Detail fehlt. Gehen wir zurück ins Hospital und fragen unseren Freund, ob er uns die Leichenhalle für 2 Stunden zur Verfügung stellt. Was haben Sie vor? Ich kann mich nicht zwischen einem Nickerchen und einem Picknick entscheiden. Das reicht, Holmes. Für den nächsten Schritt unserer Ermittlungen kommen wir um eine Autopsie nicht herum, Watson. Und Sie wissen ja am besten, sobald die lebenswichtigen Organe des Körpers nicht mehr funktionieren, zählt jede Minute. Bereiten Sie schon mal die Leichenhalle vor, während ich mich um den Transport kümmere. Wir müssen uns beeilen. Wie Sie meinen, bis später. Okay. Sie steuern Dr. Watson. Und wir haben eine Schere ausgerüstet. Dann gehen wir mal in die Leichenhalle. Ah, Grant, du bist noch hier. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Worum geht es, mein werter Freund? Würdest du mir für ein paar Stunden deine Leichenhalle zur Verfügung stellen? Es handelt sich dabei um eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit. Die Leichenhalle? Wozu? Sei mir nicht böse, John, aber ich habe wirklich viel um die Ohren. Und ich kann nicht einfach wegschauen, während du möglicherweise irgendwelche dubiosen Praktiken durchführst. Nein, so ist das nicht. Tut mir leid, da ist nichts zu machen. Grant, hör mir zu, ich... John, es reicht. Nur weil du aus einer reichen Gegend bist, heißt das nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Das hier ist Whitechapel. Willkommen in der Realität. Hier lauern an allen Ecken Gefahren und Probleme. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Und dieses schäbige Hospital, wo ich seit Jahren auf der Stelle trete, ist eine öffentliche Einrichtung unter meiner Leitung. Für was auch immer das gut sein soll. Ich bin für den Laden verantwortlich. Verantwortlich, verstehst du das? Natürlich verstehe ich das, Grant. Gut. Aber in erster Linie verstehe ich jetzt, dass du ein Feigling bist. Wie bitte? Ja, Feigling, habe ich gesagt.
Seit Jahren verkriechst du dich hinter einem Schreibtisch und jammerst über dein Schicksal, ohne zu versuchen, auch nur das Geringste zu ändern. Ich lasse nicht zu, dass... Und du wagst es mir, einen Vortrag über Gefahren zu halten. Ich wurde in Afghanistan verwundet, als ich meinen Dienst für Ihre Majestät geleistet habe und bin seit vielen Jahren in Ermittlungen involviert, um einige der gefährlichsten Verbrecher des Landes zu jagen. Aber... Und zum Thema Verantwortung. Verantwortung bedeutet, seine Arbeit anständig zu machen, vor allem, wenn man Arzt ist und sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern hat. Ich... Willkommen in der Realität? Dass ich nicht lache. Ich bin ebenfalls Arzt. Vergiss das nicht, Grant. Und ich schäme mich für meinen Beruf, wenn ich mir den erbärmlichen Zustand dieses Hospitals ansehe. Das ist nicht mein Fehler, ich... Also lass mich deine widerliche Leichenhalle benutzen, mein Freund. Denn ich muss in einer dringenden, äußerst wichtigen Angelegenheit für Klarheit sorgen, die deinen Horizont bei weitem übersteigt. Mach doch, was du willst. Ich habe mit der Sache nichts zu tun und halte mich da raus. Das überrascht mich nicht. Das ist ein schauriger Ort. Haben Sie schon einmal eine Autopsie durchgeführt, Holmes? Es erfordert ein Höchstmaß an Präzision. Seien Sie unbesorgt, ich lerne schnell. Reichen Sie mir doch bitte eine Knochensäge. Okay, eine Knochensäge. Haben wir die jetzt im Inventar? Nee. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt, bevor wir hier die Autopsie durchführen, einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.